Und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Livestream. Wir kommen erstmal zurück zu dem Spiel Judgment vom Hause Sega für den Entwickler Yakuza. Und ich melde mich erstmal wieder zurück nach einer langen Zeit. Nach einer langen Zeit, ja, nach dem Arbeitsunfall, den ich hatte, kam ich letzter Zeit ein bisschen wenig dazu, irgendwas zu spielen. Und naja, spielen konnte ich schon ein bisschen, aber Dings, es war halt schwerfällig zu sitzen, etc., zu stehen wegen dem Fuß. Und ja, ich melde mich jetzt erstmal wieder zurück. Herzlich willkommen erstmal wieder zu einer Runde, ja, Livestream. Der Live-Chat ist auch am Start und ja, bevor es losgeht, würde ich sagen, ja, liken, kommentieren, abonnieren. Wenn das noch nicht getan hat, lasst mal ein Feedback da. Würde mich echt freuen. Und ich würde sagen, wir starten einfach durch und wie gehabt, jede Stunde eine kleine kurze Pause. Und ja, würde ich sagen, let's go. Ja, wir müssen erstmal wieder reinkommen ins Spiel. Wir waren lange nicht mehr drinne. Und wir sind auf jeden Fall in Kapitel 7 im Rampenlicht. Und so wie ich mich noch erinnern kann, in der letzten Folge vom Livestream und von den einzelnen Parts haben wir den Doktor besucht, weil wir aus Verbandskästen gesucht haben. Und da haben wir plötzlich eine Quest bekommen. Jemand wird anscheinend, nee, wir müssen Material finden, anscheinend. Oder Leute befragen. Wie war das? Ich habe keine Ahnung gerade. Deswegen müssen wir das mal kurz checken. Eins von den beiden war es auf jeden Fall. Ich glaube, wir müssen Leute befragen und die müssen erstmal checken, wo das genau ist. Und deswegen checken wir mal kurz die Fallakte. Hoffentlich, dass wir hier da drinnen was haben, die uns vielleicht ein bisschen weiterhilft. Vom Sturm verweht. Ja, das hatten wir ja schon gemacht. Das ist ja schon vorbei sozusagen. Und ja, wir müssen jetzt irgendwie Informationsbeschaffen, wo es jetzt aufgehört hat. Die gute Frage ist, ich weiß jetzt nicht mehr, welcher Sektor das genau war. Aber nichtsdestotrotz, wir können. Oh. Neues Fadenkreuz jetzt oder wie hier. Okay. Da müssen wir eigentlich ursprünglich hin. Da ist unsere Mission. Und ja, wir haben hier noch zwar ein paar offene Nebenfälle, würde ich sagen. Die können wir ja auch alle mal bestreiten. Aber wir gehen erstmal kurz zurück zum Doc und checken, was er eigentlich nochmal von uns wollte, wohin wir hingehen sollten. Dass wir das genau wissen, dass wir die Leute befragen können in diesem Bereich. Weil es hier ging darum, irgendwas zu befragen oder irgendwie Informationen zu sammeln wegen einer kranken Person, die unten im der Kanalisation oder wie das heißt, ist. Und ja, das checken wir mal ganz kurz. So. Dann gehen wir nochmal zu ihm und fragen nochmal nach, wo wir überhaupt hingehen müssen, weil. Sonst stehe ich jetzt wirklich da wie ein Volldepp, aber das will ich ja nicht. Also frage ich lieber nochmal und check mal die Lage. So, hey, kann ich dich nicht ansprechen? Ja, Brauchst du irgendwas, irgendwie dann? Ich muss mich mal untersuchen lassen. Nee, nichts von beiden. Eigentlich. So. Brauchst du irgendwas? Nein! Nicht bezahlen. Okay. Alles klar. Kann ich dich nicht so ansprechen? Och, Alter, ey, wieso komme ich hier nicht raus eigentlich? Das ist doch bescheuert. Das ist doch. Egal. Okay, von dem kriege ich auf jeden Fall keine Informationen mehr. Was hat der hier? Augen tiefer als der keine Erzählung. Ja, da. Also brennende Mülltonne, wer bist du? Ich bin Yagami. Kann ich dir irgendwie helfen? Kommt drauf an. Aber erst will ich mich mal vorstellen. Ich bin Morio Onodera. Ja, schon wieder Freundes-Event. Verdammt, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber naja. Ich sagte, Kumpel, wenn du viel Zeit hier verbracht hast wie ich, begegnest du die merkwürdigen Scheiße. Ich lebe davon, mit allerlei Krimskrams zu handeln. Hast du etwa einen Blick wert? Wie wär's mit einem Talisman, der dir Glück zum Casino bringt?
Und das ist nur der Anfang. Wieso stellt jemand sowas überhaupt her? Klingt irgendwie wenig überzeugend. Aha. Und was willst du dafür haben? Pah, ich habe kein Interesse an Geld. Was meinst du damit? Du musst doch auch irgendwie Geld verdienen. Da irrst du dich. Ich habe mich hierfür entschieden, damit mich der ganze Dreck in der Welt da oben nicht mehr runterzieht. Die anderen sagen, Geld könnte alles geben. Ich sage, es ist die Wurzel alles Übels. Erfahrung zählen. Mhm. Ja? Geht weiter. Wenn Leute mir von Erfahrungen aus ihrem Leben erzählen, gebe ich ihnen etwas, abhängig von ihrer Geschichte. In deinen Augen erkenne ich, dass du viel in der Jugend durchgemacht hast. Du hast bestimmt tolle Geschichten auf Lager. Aha, okay. Der SP-Zahn. So. Und das Warme befindet sich in der Garnison. Du kannst dort SP gegen Waren eintauschen. Okay. Ja, toll. Also, was sagst du von dir? Ja, warum nicht? Wunderbar. Derzeit habe ich hier auf Lager. Was haben wir denn hier? Okay, mal Gummi, Baseball, Fußball, Schwimmer, Schnelligkeitstraining. Okay. Spielstein. Dieser Spielstein bringt dir 9 Tore. Okay. Zieh 10-10-1 beim Tour Cabu, okay. Ein Dessert aus Gelee sorgt für Triple beim Kutsche Cabu, okay. Okay, alles klar. Okay, also Cheats im Endeffekt. Ja, abbrechen. Das ist eilig, was? Schon in Ordnung, dann kannst du mal wiederkommen, okay. Gut. Alles klar, okay, also hier kriege ich keine Informationen her, was ich machen soll wo ich hingehen soll. Dann würde ich sagen, dann treten wir einfach mal die blauen Sachen da in den Angriff. Also in den Angriff. Ich glaube auch nur Müll gerade hier momentan irgendwie. Aber gut. So. Let's go. Gehen wir mal. Ich gehe jetzt auch nicht zu meinem Detektivbüro zurück. Auch wenn es offen ist. SP sollte ich auch mal ein bisschen sammeln. Auch ein bisschen Punkte. Nein. Einer weniger. Hey. Das war doch mal ein Sprung, Leute. Okay. Okay, der ist weg. Alles klar. Aber hier haben wir noch einen. Wo bist du? So, 81 SP erhalten. Wunderschön. Punkte. Ja, Fähigkeitenstufe erhöhen. Würde ich ja gerne machen, aber so wie ich noch weiß, brauchen wir über 18.000 Punkte, glaube ich, um gewisse Fähigkeiten freizuschalten, wie verbesserte Stärke und eine neue Kampfart, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht mehr so genau, aber hey, wir brauchen auf jeden Fall Kampfstärke und dafür brauchen wir auf jeden Fall viel SP, Leute. Viel SP. So, wir gehen jetzt hier lang. Dann gehen wir mal hier runter. So, dann gehen wir hier lang. Oh, was ist das? Eine Katze. Das ist der Kater, von dem wir gesucht. Ah, schicke ich mir ein Bild. So. Bild gemacht. Muss. Ich glaube, ich habe den Tonkader gefunden. Ich habe dir gerade ein Bild nachgeschickt. Ja, das ist er. Gute Arbeit, Herr Michan. Bin froh, dass es Ihnen gut geht. Oh, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Okay.
Siehst du, ich habe dir doch gesagt, dass er in Ordnung ist. Es gibt noch zwei andere Katzen, die noch nicht wieder aufgetaucht sind. Was? Es gibt noch mehr? Ja, könntest du als nächstes nach dem Tappikater suchen? Ich sehe ihn oft in Little Asia. Meistens ist er irgendwo oben an einer schweren erreichenden Stelle. Erklär das also gerne, was? Na schön, ich halte die Augen offen. Sollte an Stellen in Little Asia suchen, um die kleine Katze kommt, okay? Little Asia. Nee, brauchen wir gerade nicht. Sie haben eine Nachricht erhalten. Von wem? Ah, Sana. Hey, Yami-san, was machst du heute so? Ich denke dich. Was wirklich? Weißt du, ich habe auch gerade an dich gedacht. Ist das nicht ein toller Zufall? Sei du mal ein Gedanke, was? Das kann man wohl sagen. Was machst du so, Sana-chan? Ich gehe gleich zu einem Treffen mit der Agentur. Es gibt wohl ein paar Sachen zu bereden. Ich hoffe doch, es geht um deine Songs. Keine Ahnung. Sie haben nur angerufen und mich gebeten, hinzugehen und ein paar Fragen zu beantworten. Okay. Das klingt etwas ernster als sonst. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. So. Alles klar. Okay. Haben wir das auch geklärt? Naja, das kann gut sein. Ja, das ist doch... Könnte nicht jetzt... Irgendwie ist es blöd manchmal. Du siehst die Gegner schon voraus und die wollen Ärger machen und du weißt es im Endeffekt, aber du kannst nichts dagegen tun, weil sie einfach nicht anwehbar sind. Und ja, ich finde irgendwie, das hätte man ein bisschen früher auswählen können, dass man wegen gleich hinspringen kann, gleich die erste Aktion ausführen, dass man im Vorteil ist. Wäre doch viel interessanter für dich. Aber naja, das ist jetzt meine Wiese. So. Was geht hier ab? Hä? Was ist hier los? Bitte lass mich in Ruhe. Warum? Warum können wir nicht zusammen sein? Ich habe dir gesagt, dass ich nicht interessiert bin. Ich rufe die Polizei. Aber warum bist du nicht interessiert? Du siehst einfach nicht mein wahres Ich. Hey, ich glaube, sie war ziemlich deutlich. Halt dich zurück. Hä? Wer bist du denn? Was hast du mit dir zu tun? Ich? Mit dir? Er ist mein fester Freund. Oh, was? 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 Und als mein Freund wirst du diesen Stalker jetzt tolerieren, oder? Ein Stalker? Das kann nicht sein. Ich sollte entgangen sein, dass du einen Freund hast. Ich spiele das Spiel lieber mit. Du hast sie gehört. Wenn du dich mit ihr anlegst, legst du dich mit mir an. Ich würde verschwinden, wenn ich du wäre. Und er ist wirklich stark. Also denk nicht mal daran. Ich habe verstanden. Es ist ein Grund dafür, dass du mich nicht liebst. Ja, also... Du meine Güte, vielen Dank, dass du mitgespielt hast. Ich bin nur froh, dass keine Fäuste geflogen sind. Ich bin Nanami Matsuoka. Ich arbeite in einem Büro in der Nähe. Ich bin Yagami, ein Detektiv aus der Gegend. Dieser Typ stalkt dich also? Hm? Ja, und er wird immer aufdringlicher. Ich weiß einfach nicht mehr weiter. Er heißt Takeda. Kommt mir bekannt vor. Und er folgt mir jetzt schon seit etwa einem Jahr. Okay, das ist dann nicht das. Oh, tut mir leid, das zu hören. Er ist der reinste Albtraum. Vor kurzem hat er herausgefunden, wo ich wohne. Das ist ziemlich beängstigend.
Ich hoffe, du bist vorsichtig. Okay. Hoffentlich nerve ich dich nicht auch. Nervt er dich auch nicht. Auch noch. Jetzt, wo er denkt, dass du sein Rivale bist. Ach, das ist schon okay. Vielleicht bringt ihm das ja dazu, aufzugeben. Ich bezweifle es. Pass auf dich auf, Yagami-san. Ich will nicht, dass er dich ernstlich oder dass er dich ersticht, also, oder sowas. ich bleibe wachsam. Du hast gesagt, du wärst ein Detektiv, oder? Könnte ich mir meinen Stargate-Problem zu dir kommen? Ah. Sicher. Ich bin nicht wählerisch, was meine Aufträge angeht. Hi. Super. Könnte ich dann deinen Kontakt haben? Kontaktdaten. So fängt es an mit einer romantischen Beziehung. Hm? Hm? Ist es ein Smartwatch? Hi. Ja, die sind gerade ziemlich beliebt, oder? Ich kann daraus sogar Videos ansehen und Nachrichten schreiben. Wow, und das alles auf einem kleinen Bildschirm als Handgelenk. Ich hätte auch eine, wenn ich es mir leisten könnte. Ja, ich muss noch rausfinden, wie das Ding funktioniert. Wie denn auch sei, ich melde mich. Okay. Haben wir das auch? Ja, schon wieder. Oh, da geht's gerade lang. Okay. Dann geht mir doch aus dem Weg. Oha. Okay, interessantes Outfit. Interessantes Outfit, sag ich mal dazu. Auch wieder nicht schon wieder die. Ja, kannst du mir einen Augenblick für mich entbehren? Mal gucken. Was gibt es, Amane-san? Erinnerst du dich an den Meguro-san? Ich habe schon wieder eine Katastrophe in seiner Zukunft gesehen. Du meinst den Typen, der beinahe wahnsinnig geworden ist, weil du ihm ständige Unheil prophezeist? Das stimmt jetzt wieder nicht mit ihm. Kurz nachdem du ihm das letzte Mal geholfen hast, überkam mich eine weitere Vision. Sie zeigt mir, wie seine schwarze Katastrophe sich mit einem weißen Katastrophe vereinte. Schwarz und weiß. Yin und Yang. Also diesmal zwei Farben. Hi. Ja, vielleicht wird er von einem Panther angegriffen. Oder sowas in der Art. Von einem Panther angegriffen? Ich weiß nie, ob sie mich veralbern will oder nicht. Ich nehme an, diese Katastrophe ist noch nicht eingetreten. Richtig. Das Zeichen seiner Katastrophe schwebt noch über ihm. Als ich ihn vorhin auf der Tenkaichi Street sah. Yagami-san, ich bitte dich, hilf diesem Mann. Kannst du ihn vor seinem unausweichlichen Schicksal schützen? Was soll ich machen? Soll ich den Auftrag annehmen? Na komm, akzeptieren. Ah. Solange wir ins Geschäft kommen, sicher. 15.000 Yen wie beim letzten Mal? Ja, das hört sich vernünftig an. Vielleicht vielen Dank im Voraus. Du hast gesagt, dass wir jemanden in der Tenkaichi Street gesehen. Dann fange ich wohl mal da an. Tenkaichi Street. Let's go. Lass mal gucken, wo wissen die eigentlich? Müsste ich hier sein. So, dann sag let's go. Falsche Richtung. So. So, und alle an die Zuschauer, die auch später noch entscheiden, was geht bei euch, was steht bei euch, wie ist euer Tag, ist bei euch auch so warm, ja. Soll ja die Woche ja wirklich eine Hitze, Wärme wieder sein, seit den letzten, vor zwei, drei Wochen. Dann mal schauen, was da noch alles auf uns zukommt. Von diesem Sommer. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Sommer irgendwann im Winter ist. Kennt ihr das irgendwie, wenn sich alles so verschieben tut? Okay, ich muss Meguri finden. Zoomen. Nanda. Nee. Ayashina.
Da ist er doch. Kollege. Ist er das nicht? Ach, haben gefunden. Sieht aus, als hätte er einen Tee. In einen Tee, okay. So. Carsten, also hier in Hamburg sind es 31 Grad. In Hamburg? Ja. Bei diesem Wetter würde ich bei den Rocket Beats vorbeischauen. Ein bisschen Terror schieben. Nur aus Spaß halber. Aber leider. Naja. Wenn du das kennen solltest. Also morgen soll es mehr werden. Ach du Kacke, okay. Und morgen gehe ich arbeiten. Scheiße. Darauf habe ich keinen Bock. Nee. Warum denn nee? Boah, verdammt. Wieder zurück, zurück, zurück. So. Wieso nee? Kann man denn nicht mal besuchen? Das ist so ein Unternehmen. Mach einfach einen geschäftlichen Besuch. So. So. Was steht da an? Was hat er? Weiß-schwarzes Problem. Da vorne ist das weiß-schwarze Problem. Die Farben ihrer Klamotten, könnte es sein? Ah, schwarz. Weiß? Bitte, Gnade! Hä? Was stimmt mit denen nicht? Er ist besoffen. Ah, ich renn weg. Okay, tschüss. Für morgen haben die 36 Grad angesagt. Eieieiei. Okay. 36 Grad. Aber hoffentlich nicht morgens, sondern nachmittags wäre nicht schlecht. Weil dann bin ich wieder zu Hause, setze ich mich auf den Balkon und oder mache einen weiteren Livestream. Mal schauen, wie morgen der morgige Tag läuft. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich morgen überhaupt arbeiten kann nach dem Arbeitsunfall. Das ist dann nicht mal so einfach erstmal. Aber das sollte alles dann kein Problem sein. So, da geht hier hoch. Was will er in den Einkauf? In den Laden da. So, mal gucken, was jetzt los ist. Hä? Eine schwarze und eine weiße Katze jetzt, oder wie? Ah, ne. Schwarz-weiße Hunde. Huskies. Wäre es möglich? Nein. Dann ist diese Frau schuld. ein Stummfilm jetzt, oder was? Ich kann einfach nicht mehr. ja, ich bin über den Treppen gestürzt und habe meinen Fuß extrem umgeknickt. Gebrochen ist leider nichts, aber naja, am Freitag war es dann erstmal angeschwollen, dann musste ich erstmal ins Krankenhaus. Eigentlich bin ich bis Donnerstag krankgeschrieben, aber ich gehe morgen schon zur Arbeit. Gucken, ob ich dann eine sitzende Tätigkeit machen kann.
Man muss ja auch seine Brötchen verdienen heutzutage. Auch wenn ich jetzt durch Krankheitsfall auch bezahlt wird, aber lieber ums Arbeiten. Zeigt von, wie nennt man das? Arbeitswillig und Lust am Arbeiten, weil Arbeit macht frei. Ja, wenn ich den Text wörtlich nehmen würde, würde ich sagen, okay, Arbeit macht frei, okay, dann bleibe ich morgen zu Hause. Dann gehe ich nicht zur Arbeit. Dankeschön. So. Was ist hier los? So. Entschuldigung. Mensch, ich tu doch schon ausweichen. Übertreibt's mal nicht hier. So, komm schon. Da ist er. Was ist jetzt los? Okay, er läuft zurück. Na, come on. Wo willst du hin, mein Freund? Wo willst du hin? Okay. Beschattung abgeschlossen. Huhu. Na, endlich. Na, mal gucken, was jetzt die Gefahr ist. Schwarz und weiß. Essen. Ist es nicht an den. Ist es nicht der Ort, an dem. Amada. Meguro-san, was tun Sie hier? Es ist alles Ihre Schuld. Ich kann Ihre Wegen nicht mehr arbeiten. Wovon reden Sie da? Ich bin Zoowärter. Ich kümmere mich um Pandas. Okay. Oh. Dass ich mit dem Panther richtig liegen würde, hätte ich nicht erwartet. Aber gut. Seit diese Katastrophe vorhergesehen haben, kann ich meine Panthers nicht mehr mal ansehen. Ich wollte ein anderes Gehege zugeteilt bekommen. Und was haben sie mir gegeben? Zebras. Verdammte Zebras. Sind auch schwarz und weiß. Ich fürchte, mein Prophezeiung treffen immer ein. Meguro-san. Dein Schicksal kann man nicht entkommen. Genau. Alles passiert so, wie sie es vorhersagen, oder? Das bedeutet, dass ihre Prophezeiung die Ursache sind. Es ist ihre Schuld. Es ist einfach nur falsch. Alles, was ich tue, ist einen Blick in die unausweichliche Zukunft zu werfen. Das stimmt nicht. Doch. Meguro-san, ich kann spüren, dass Ihre Katastrophe näher und näher kommt. Ich rate Ihnen, sich vorher vorzusehen. Halten Sie die Klappe. Okay, oh, jetzt geht das Messer los. Ah, was tun Sie da? Ganz einfach. Ich schalte die Quelle meiner Katastrophen aus. Stopp. Halt, stopp. Scheiße. Eine schwarze Jacke und ein weißes Shirt. Sie auch? Oh, ja. Verdammt nochmal. Ich schilde sie beide. Jetzt sagt nicht, dass ich die schwarze-weiße Katastrophe bin. Also irgendwo reicht es dann halt auch mal ein bisschen. So. Gib mir das Messer. Nee, das Messer kriege ich natürlich nicht. Naja. Na komm, ich gebe dir eine Chance. Bäm, ins Gesicht.
So, er wird verhaftet. Ha, Mist. Schwarz-weiße Polizei jetzt, oder wie? Oh, hey. Polizeiautos. Die sind schwarz und weiß. Ich glaube, das könnte die Antwort sein. Das Schicksal ist unergründlich, nicht wahr? Er hat sich alles selbst eingebrockt und trotzdem hatten sie mit ihrer Vorhersagen recht. Glaubst du mir jetzt, Yagami-san? Nein. Wenn du jetzt ja sagen würde, dann mach ich das Spiel aus. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Jedenfalls könntest du nicht vorhersehen, dass du angegriffen wirst, oder? Oder du kannst die Katastrophe der anderen wahrnehmen, aber nicht deine eigene. Durchaus möglich. So mysteriös das Schicksal auch sein kann, es hat einen schwarzen Sinn für Humor. Tja, solange du nicht in den Untergang der Menschheit vorhersagst, geht es weiter zur nächsten bezahlten Katastrophe. Alles Frage eines Geldes. Alles Frage des Geldes? Keine Ahnung. Und das ist hier deine Bezahlung. Danke. Auf eine weitere Katastrophe, die wir gemeinsam abwenden. Echt jetzt? Ernst? Ich glaube nicht. Gut, wir haben eine weitere Mission abgeschlossen. Wir haben das Geld bekommen. 100 SP. Das ist schön. Und wir haben eine neue Nachricht erhalten. Von Samachan? Samachan! Samasana. Hast du kurz Zeit, Yagami-san? Ja, natürlich, für dich immer. Ich möchte mit dir über meine Agentur sprechen. Okay. Klar. Klar, wir sehen uns im Kabel. Oh, okay. Tut mir leid, dass ich dich ständig nerve. Okay. Sollte ich vor unserem Date ein Geschenk für Sana kaufen? Ich werde dir dann wahrscheinlich ein paar gute Sachen. Ja, ich kann. Weißt du, wie viel. Okay, Entschuldigung. Sorry. Naja, ist okay. Ihr seid einfach. Was, wo wollten die alle hin? Gibt's hier Freibier oder was? Das ist nicht mal normal. So. Dreckigen Klappen einkassiert. Okay, warum auch immer. So, weiter geht's. Da rein. Und nochmal ein dreckigen Lappen. Was für ein Lappen. So. Okay, jetzt müssen wir uns überlegen. Wir haben das gekauft. Wir haben Blumenring, glaube ich, haben wir auch gekauft. Standarduhr, elegante Uhr. Es ist teuer wie die Sau, Leute. Teuer wie die Sau. In Tränenform. Prima, Herzohrringe. Komm, wir kaufen das. Einmal, wo es geht. Okay. Das hatte lang. So. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir zu unserem nächsten Date. Okay, Date ist jetzt weniger, denke ich mal. Mal schauen, was die Agentur wirklich zu sagen hat. Oder was sie gesagt hat. Damit man hier mal. Okay, ich sollte vielleicht mal was essen gehen, vielleicht mal. Wow. Leute. So nicht. Nicht mit mir. Und 6000 Yen nochmal bekommen. Schön. Prima, das freut mich immer. So, wir gehen erstmal hier kurz in den. Wir laden hier rein, kaufen uns was zu essen, sicherheitshalber, ein Oden, nee, Sandwich mit Thunfisch, mit Salat, hört sich viel interessanter an. Einmal das, dann können wir Taschentücher, davon habe ich 6 Stück. Okay, Saft. Drückerbombe, okay. Ich sollte eher was zu essen holen. So, sind wir. Boah, komm. Oh, doch, ja. War doch richtig. So.
Wir sind über 900 Yen und da kriegen wir auf jeden Fall einen Punkt. Wie viele Punkte brauchen wir? Nur noch 3, glaube ich, oder? Genau, nur 3 Punkte, dann kriegt man eine neue Schallplatte vom Popoladen und dann, ja. Aber erstmal jetzt zur der netten Dame. Wollen wir noch vorher was essen gehen? Wir haben Zeit, also wollen wir hier schon mal essen? Eingedrückter Kunststoff. Okay. Da komme ich gar nicht hoch. Okay. Kommt man wahrscheinlich nur von der anderen Seite, oder? Ach. Kein Kommentar. Hallo. Ne, mit denen spreche ich jetzt nicht. Ich habe Hunger. Willkommen, mein Herr. Was gibt's denn zu essen? Also, wir nehmen einen Kaffee aus verschiedenen Bohnen. Okay. Bringt nicht viel, aber egal. Oh, original Beef Curry, lecker. Oder Napolitan. Wir schlagen mal zu, Leute. Weil wir uns das verdient haben. So. Ein Gutschein! So muss es sein. So, ein Kaffee als Vorspeise. Dann als Zwischenspeise. Hauptspeise und Nachspeise mit dem Kaffee wieder. Lol. So. Danke. Und Wiedersehen. Gut. Weiter geht's. Sandwich-Combo. Boah, mit Baseballschläger geht's euch noch gut oder was? Ja. Nummer 5000. Schön, Baseballschläger ist kaputt. Und weg mit dir. So, und weiter geht's. Treffpunkt ist hier vorne. So, wollen wir uns noch vorher umziehen? Kann ich das eigentlich? Keine Verkleidung nötig. So ein Scheiß aber auch. So, da kommt sie wieder. Verkleidet. Entschuldige, dass ich dich haben warten lassen. Kein Problem. Ich bin gerade auch erst angekommen. So, was soll ich dir denn schenken? Ich habe nur die Herzohrringe. Also, ich habe hier etwas für dich. Was? Wirklich? Ja. Sieh dir das an. Wow. Wirklich, vielen Dank. Sie scheint sich einigermaßen darüber zu freuen. Einigermaßen. Okay, soll ich ja für 6000 Uhr kaufen, dass sie glücklich ist, oder wie? Okay. Hey, Sanachan, du hast doch gesagt, dass du mit mir über etwas reden willst, oder? Ja, aber... Wieso unternehmen wir nicht erst was und amüsieren uns ein wenig? Ich muss erstmal den Kopf frei bekommen. Lass uns das lässt sich einrichten. Also, wo wollen wir hingehen? Gehen wir mal in den Game Center, oder? Ich weiß nicht, ob ich letztes Mal jetzt schon dort war. Sagen wir den UFO-Chatter, das Chatter nicht auslassen. Okay. Was für ein UFO-Chatter? So, dann bin ich mal gespannt, was für ein Spiel wir spielen. Lass uns ein Spiel spielen. Achso, ist das da? Ah. Yagami-san, ich will das Plüschtier da unbedingt haben. Ich sammle so was, nämlich... Welches? Okay. Kannst du für mich gewinnen? Ach du Scheiße, du lass es nur mir. Ach du Kacke, okay. Boah, würde sagen, erstmal Geld einwerfen. Greife nach links bewegen. Halten. So, jetzt wird es knifflig. So, jetzt müssen wir gucken. Das müsste eigentlich genau in der Mitte sein. Oh, 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 oh.
Stitz ist the Fail Champion. Nochmal. So, wodurch ich jetzt diesmal anpacken? Es müsste eigentlich klappen, wenn ich in der Mitte das Ding annehme, weil das ist ja rund. Normalerweise. Der will mich verarschen. Wir probieren mal was anderes. So. Ich glaube, ich muss glaube ich am Kopf eher anfassen. Komm schon, halt, halt, halt. Ah! Jetzt könnte ich ihn packen. Ich will nochmal Geld anwerfen. Ich will das Ding haben. Ist nur scheißegal. Geld anwerfen. Geld anwerfen. So, wir kriegen das Ding. Das hintere jetzt. Hoffe ich jetzt mal. So, jetzt probieren wir unser Glück. Ein weiteres Mal. Das ist doch nicht zum... Der will mich echt verarschen, das Gerät. Ich probiere das einfach jetzt mal hier vorne. Nochmal. Am Kopf des Hundes. Vielleicht habe ich hier mehr Glück. Die wollen mich rollen. Dann mache ich nicht mehr was falsch. Also das Ding ist jetzt nicht mehr erreichbar, definitiv. Echt nicht mehr erreichbar. Nope. Nope. Das kriege ich nicht mehr. Physik Engine? Jetzt komm schon, ich kann mich jetzt nicht ewig aufhalten damit. Was soll denn das? Ich hole mir den Hund jetzt, ist mir scheißegal wie. Wenigstens etwas. Komm schon, los. Jetzt nimmt das Tierchen bitte und den Haken. Als wäre da irgendwie eine unsichtbare Wand an dem Plüschtier, das einfach abgleitet. Egal, ich kann es mir leisten. Für Sanatan muss man sich ein bisschen Geduld halten. Oder Geduld aufbringen. Aber das kriegen wir doch irgendwie hin. Irgendwie. Wieso packt das Ding nicht? Muss ich vielleicht noch drücken oder so? Beim zweiten Mal? Ich kann es mal probieren. Probieren wir es einfach mal. Wenn das runtergeht, dann einfach nochmal drücken. Irgendwie muss es ja gehen. Ja, das ist eigentlich die perfekte Lage. Nee, ich kann nichts drücken. Der Apparat frisst mein Geld. Und ich mache ehrlich ja nicht mal was falsch. Da müsste jetzt unten packen, dass es eigentlich jetzt
funktionieren sollte. Ihr wollt mich verarschen jetzt, ja? Das Spiel will mir das nicht geben. Also wenn ich jetzt 100 Mal Geld einwerfe, kann ich das Tier vielleicht so weit werfen, dass es dann gleich da reinfällt, automatisch. Dann brauche ich es nicht mehr. Ja, so kann man das Spiel dann auch in die Länge ziehen, meine Damen und Herren. So geht das wirklich auch, ja. Ich verstehe es nicht. Ich könnte auch da vorne das nehmen, aber das will ich nicht. Ich will den Hund haben. Was? Was? Was war das? Ist der Hund jetzt nicht mehr erreichbar wegen dem Plüschtier an der Seite oder was? Das Spiel will mich verarschen. Ich hab langsam keine Geduld mehr. Ist mir egal, welchen Hund jetzt zählt oder hinten. Ich probiere es einfach nochmal. Geld anwerfen. Kann ich... Ich kann da nicht mal irgendwas machen, was? Das ist ja das Lustige. Ich bin echt am Verzweifeln gerade irgendwie. Das habe ich scheiße gebaut. Egal. War das vielleicht der Moment, wo man sagen muss, dass das jetzt vielleicht funktioniert? Ich schieb den einfach rein. Du Dreckspiel! Das Spiel will mich verarschen, Leute. Das will mich verarschen. Ich halte es im Kopf nicht aus. Jetzt halt das Ding doch fest. Komm schon. Wie das einfach in der Luft rumbacken, du. Das ist ja klar, dass man das nicht kriegt. Aber egal. Wir haben endlich den Hund bekommen. Ah. Oh shit, das habe ich verpackt. Wir könnten komplett abräumen eigentlich. Ja. So, ich glaube, wir haben jetzt noch einen Versuch, glaube ich. So, jetzt probieren wir mal unser Glück. Wir haben jetzt einen Winkel, jetzt müsste ich jetzt... Wenn ich ihn anhebe, müsste er jetzt automatisch reinfallen. Da
Na komm, den holen wir jetzt doch rein jetzt, der kommt, das kriegen wir doch hin, locker. So, der liegt ja schon ganz bescheiden. Das hinten anpacken, runterfallen lassen, fertig. Das Spiel will mich verarschen. Wo ist die Physik Engine? Leute, wo ist die Physik Engine? Ich heb den jetzt an und jetzt fällt er ganz nach hinten. Weil das Spiel mich nicht leiden kann. Oder? Ich halte den Kopf nicht aus. Wahnsinn. Okay. Egal, das sollte lang. Ja, Zeit ist auch vorbei. Robo-Chief. So. Wir haben im Endeffekt noch einen Versuch und den tun wir einfach erstmal abwarten für die nächste Runde. Und würde ich sagen, wir machen hier mal einen kurzen Zwischenschnitt, bevor es weitergeht. Frustfaktor war da. Jetzt hören wir auf damit, weil das ist. Der Apparat ist Schrott. Scheiße. Gut. Okay, Leute. Würde ich sagen, haut rein. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Der Livestream läuft natürlich weiter. Würde ich sagen, wenn ihr das noch nicht getan habt, liken, kommentieren, abonnieren. Würde mich freuen auf euer Feedback. Support ist kein Mod, kennen wir alle. Und ja, lasst mal, wie gesagt, auch mal einen Daumen rum da. Wie gesagt, Like, ne? Und wie gesagt, bis zur nächsten Folge vom gesamten Livestream und von den Einzelparts. Ich verabschiede mich hiermit. Mein Name ist ChristianAge3000 mit dem Spiel Judgment vom Hause Sega, von den Machern Yakuza. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.